Charma Goswami Asana ist die Stellung des heiligen Goswami. Diese Stellung ist eine Entspannungsstellung im Sitzen. Du sitzt auf dem Gesäß, du gibst die Fersen Richtung Gesäß und dann gibst du die Unterarme auf die Schienen, auf die Knie und lässt den Kopf nach unten hängen. Du kannst es noch einfacher machen und einfach die Fersen auf den Boden geben. Aber die etwas anstrengendere wäre, du bemühst dich dabei, die Fersen Richtung Gesäß zu bringen. Diese Stellung hilft, dich in eine meditative Stimmung zu bringen. Wenn du längere Zeit meditieren willst und die kreuzbeinige Sitzhaltung schwierig wird, kannst du auch zwischen zwei Meditationshaltungen in Charma Goswami Asana verharren und dir dabei vorstellen, dass auch große Heilige und Weise so meditiert haben. Wenn du normalerweise in einem Meditationskurs bist und dann in dieser Stellung dich begibst, wirst du vermutlich korrigiert werden und du mögest bitte aufrecht sitzen. Aber dann könntest du sagen, das ist doch eine ganz klassische Meditationshaltung, in der Charma Goswami Gottesbewusstsein erlangt hat.